Freunde, ich bin gerade in Hamburg für eine Kooperation und habe ein bisschen Zeit auf dem Hotelzimmer. Deshalb, was mache ich? Natürlich bestelle ich bei den besten Restaurants der Stadt. Ihr kennt es mittlerweile. Leute, das ist immer eine gute Idee. Einfach beim besten bestellen, dann kriegt man schon was Gutes. Wir machen das wie in Berlin letztes Mal. Das heißt, wir werden bei Volt, bei Uber Eats und bei Lieferando beim besten Restaurant bestellen. Zumindest beim bestbewerteten. Wie gut es dann ist, werden wir sehen. Gucken wir mal, was es so gibt. Ich habe die erste Liefer-App geöffnet. Schauen wir mal gemeinsam rein. Wir gehen ganz klassisch auf Restaurants. Dulfs Burger. Da habe ich ja bei den Hamburg Food Spots schon gegessen. Der ist sehr krass. Ist hier nur mit 8,0 bewertet. Ihr wisst selbst, die Bewertungen sind nicht immer repräsentativ dafür, wie gut ein Laden wirklich ist. Und manchmal sind auch die Bestbewerteten ein bisschen eigenartig, aber wir schauen einfach mal. Wir filtern, Bewertung, zack, Platz 1. Tokas Bubble Tea. Irgendwie habe ich nie Glück. Es kommt nie einfach so ein geisteskrankes Restaurant auf Platz 1. Da gibt es auch nur Bubble Tea. Gucken wir mal auf Platz 2. Brammiballs Donuts. Normalerweise würde ich sagen, bei einem Donutsladen überhaupt keinen Bock, aber Brammiball habe ich ganz viel von gehört. Dem geben wir mal eine Chance, würde ich sagen. Und im Prinzip, ich sag mal so, wir bestellen bei 3 Läden, das heißt, wir kriegen vielleicht jetzt ein Dessert. Ist auch okay. Mandarin Cheesecake, gib ihm. Zur Bestellung hinzufügen. 3,90 Euro, nicht wenig für einen Donut. Man kann auch einfach die 12er Box für 36 Euro nehmen. Classic Donut, muss man auch mal testen. Cinnamon Sugar, Boston Cream, Bienenstich, Apple Pie und das war's auch schon. Okay, krass. Ich glaube, wir müssen 4 bestellen. Mandarin Cheesecake, Cinnamon Sugar, Chalk Sprinkle, Salted Caramel. Ich würde sagen, wir wechseln die Liefer-App, ich bestelle das Ganze und wir gucken, was es sonst noch so Gutes gibt. Alles klar, nächste Adresse heißt Uber Eats und wir gucken einfach mal, was es hier Leckeres gibt. Wir gehen hier oben ins Menü, gehen auf Bewertung und lassen einmal ausspucken, was die bestbewerteten Restaurants sind. Platz 1 ist Q-Rito Lange Reihe. Keine Ahnung, was Lange Reihe ist. Q-Rito klingt für mich wie Burrito und damit mexikanisch. Das wäre lustig, weil in Berlin hatten wir auf jeden Fall ja auch einen Burrito-Laden. Ich gehe mal drauf. 4,9 Sterne aus über 100 Bewertungen. Ich habe im Berlin-Video schon erzählt, ich vermisse Bay Area Burrito in Köln und vielleicht komme ich hier auf meine Kosten. Also auf jeden Fall alle möglichen Variationen. Haben sie noch was anderes? Quesadillas? Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich einen Burrito bestellen. Wir gucken mal, was es für einen gibt. Aber irgendwie hat mich dieser Caliente angesprochen, weil ich glaube, das heißt scharf. Alright. Geht richtig schnell hier, Leute. Auch das sieht gut aus. Ich würde sagen, wir bestellen hier und wechseln zur letzten Liefer-App zu Lieferando, um wirklich entscheiden zu können, was das beste Lieferessen in Hamburg war. Und wir bestellen beim letzten Restaurant. Leute, ich sage euch so viel. Danach bin ich wahrscheinlich wieder komplett pickepacke voll und kann mich hier durch Hamburg rollen. Wir haben 449 Restaurants, die größte Auswahl bisher. Und 4,5 ist wahrscheinlich aber nicht das Beste. Erstmal filtern wir aber wieder nach Bewertung. 5 Sterne, 7 Ergebnisse. Rollmops. Aber die haben ein Angebot laufen. Ich weiß nicht, ob die deshalb jetzt... Nee, gesponsert. Okay, deshalb sind die auf Platz 1. Die haben allerdings 879 Bewertungen. Chio Sushi Bar hat nur 11, dann das andere 6, dann wieder 60. Deshalb ist dieses Rollmops-Ding mit 5 Sternen eigentlich die verdiente Nummer 1, würde ich sagen. Weil 5 Sterne aus 879 Bewertungen, das steht natürlich für den Laden. So. Irgendwie eine weirde Kombination heute. Donuts, Burrito, Sushi. Roll mir den Lachs mit Hamachi. So wie sing mir das Lied vom Tod wahrscheinlich irgendwie. Aber 16,49 Euro. Bestellen wir einfach mal. Gucken wir, was kommt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir machen das hier im Dienste der Wissenschaft. Boah, das ist schon echt relativ teuer. Aber ich meine, die Qualität wird dann wahrscheinlich überzeugen. Ich meine, das Go von Steffen Hensler ist ja auch relativ teuer, aber dafür halt übelst geil. Die Rollen sind wirklich grün, lila, gelb, orange, also so eingefärbt. Ich würde sagen, wir machen dieses Roll mir den Lachs. Bei 2 Sachen sind wir schon bei 33 Euro. Bento-Boxen kann man sich auch machen. Entweder das Ende vom Regenbogen, vegan. Sonnenlicht trifft Regentropfen, vegan. Oder vegan finde ich blöd. Dann hat man Chicken Roll, Beef Roll und alles Mögliche. Das klingt irgendwie geil. Granatapfelträumchen. Das nehmen wir noch mit rein. Dann sind wir auch schon bei 46,96 Euro. Ich bestelle das Ganze und jetzt gleich sollte auch schon die erste Bestellung ankommen. Deshalb weiter geht's. Euch muss es auch schon aufgefallen sein. Im Prinzip wird gerade alles teurer. Ob es im Supermarkt beim Einkaufen ist, egal wo. Deshalb bin ich froh, dass mein heutiger Partner eine kleine Lösung für das Problem bereithält. Motatoes. Oh yeah. Schauen wir mal nach, was drin ist. Motatoes hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel zu retten, um sie günstig an euch weiterzugeben. Es ist quasi günstiger für euch und gleichzeitig nachhaltig. Die Produkte sind bis zu 80% günstiger und durch das stetig wechselnde Sortiment habt ihr immer ein neues Einkaufserlebnis. In meinem Paket sind Kuchen, Nudeln, Getränke, Reis, also wirklich eine große, große Vielfalt an Dingen. Ihr seht also, das ist ein sehr üppiger Einkauf, der so 39,27 Euro gekostet hat in meiner Motatoes. Wenn ich das Ganze im Supermarkt im Einzelhandel gekauft hätte, hätte ich fast 15 Euro mehr dafür bezahlt. Ihr könnt euch vielleicht denken, warum zum Beispiel dieser Punsch hier in der Box gelandet ist. Das ist einfach so Saisonware, also Winterpunsch ohne Alkohol, den man natürlich auch außerhalb der Winterzeit trinken kann. Und es wäre, um ehrlich zu sein, einfach schade, wenn der im Müll landen würde, nur weil einfach kein Winter mehr ist. Deshalb vielleicht einfach mal so einen schönen Frühlingsabend mit einer heißen Tasse Punsch genießen oder ihn einfach kalt trinken.
geht nicht, er muss warm sein. Falls ihr euch fragt, warum die Produkte so günstig angeboten werden können, es können kleine Verpackungsfehler sein, es kann ein verkürztes Mindesthaltbarkeitsdatum sein, verschiedene kleine Dinge, die am Geschmack und an der Qualität rein gar nichts verändern. Hier handelt es sich also nicht um minderwertige Produkte, aber Produkte, die ihr trotzdem günstiger kaufen könnt. Der Einkauf von zu teuren Lebensmitteln ist also Geschichte. Alles davon habe ich selbst ausgewählt, also ich habe nicht einfach eine Überraschungsbox bekommen. Deshalb checkt Motatoes ab, deren Motto ist, wir retten, damit du sparst. Aber ich habe natürlich noch was für euch. Ihr könnt mit meinem Code MAX15 nur in den nächsten 48 Stunden 15% auf eure Bestellung sparen. Weiter geht's mit dem Video. Okay Leute, die erste Bestellung ist angekommen. Brahmi Balz Donuts in der Reihenfolge, wie wir es bestellt haben. Ohne Tüte an, wurde einfach so überreicht. Das sind ja auch vegane Donuts, deshalb bin ich auch gespannt, so wie verhalten die sich, ne? Schauen wir mal gemeinsam rein. Okay, es sieht wirklich sehr gut aus und es riecht noch viel besser. Also wirklich so ein buttriger, süßer Geruch hier in der Luft. Ich würde sagen, wir probieren als erstes mal den klaren Klassiker, der Chocolate Sprinkle Donut. Ich gehe einfach mal rein. Ich frage mich, ob das als erstes bekannt war oder Royal Donuts. Also das ist eigentlich ein bisschen sympathischer, dass man nicht irgendwie so Maxi King, Kinder Bueno überall drauf hat, sondern so geile Kreationen macht. Ja, ist dieser Donut wirklich außergewöhnlich? Also ich finde, er schmeckt erstmal nicht vegan. Ich weiß nicht, ob Donuts normalerweise immer vegan sind, aber der schmeckt auf jeden Fall so absolut vollwertig. So, ne? Dunkle Schokolade, klar, die Sprinkles sind auch so ganz geil. Ist jetzt noch nicht, glaube ich, das, weshalb die bekannt geworden sind. Wie gesagt, ein geiler Donut, aber nichts Verrücktes. Die Kreation mit Apfelzimt. Ist halt ein guter Donut, ne? Aber auch das hier ist halt wieder ein Klassiker, deshalb gucken wir mal nach Salted Caramel. Ihr merkt schon, Leute, heute hau ich rein auf jeden Fall. So mit Karamellstückchen oben drauf, dieser sehr, sehr dicken Glasur. Der schmeckt so zuckrig, fettig. Man spürt so wirklich so diesen kristallinen Zucker teilweise noch so zwischen den Zähnen. Ich finde, das ist etwas, was ein Donut machen muss. Man muss sich danach schlechter fühlen als davor und es muss lecker sein. Und auch der letzte ist mit Sicherheit nicht von schlechten Eltern, der Special Donut. Mandarin Cheesecake Donut. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas finde ich daran geil. Nicht nur an dem Donut, der ist wirklich sehr lecker, aber auch an dem Konzept Brahmi Balz Vegan Donuts. Damit kann man sich so selbst so ein bisschen vormachen, dass man was Gesundes gerade isst irgendwie oder sowas. Was ist was Fancyes? Dabei haut man sich einfach ehrenlos Donuts rein. Brahmi Balz kann auf jeden Fall etwas. Ich würde 8 von 10 geben. 8 von 10 ist super, ne? Nicht falsch verstehen. Ist auf jeden Fall ein krasser Donut. Vegan, top. Die Standards waren halt Standards. Eigentlich haben die auch alles richtig gemacht. Komm, mach mal 8,5. Okay, ich habe zwar irgendwas falsch verstanden, als allererstes den Nachtisch gegessen, aber ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Bestellung. Und hier ist es vor mir. Hier oben drauf haben wir einen kleinen Container bekommen mit unserem Granatapfel-Cashew-Dessert. Sehr spannend, das werden wir uns fürs Ende aufbewahren. Jetzt gucken wir mal in den Karton hinein. Grundsätzlich erstmal, alles, was wir hier geliefert bekommen, ist fancy in Kartons eingepackt. Hamburg liefern könnt ihr auf jeden Fall schon mal, aber könnt ihr auch kochen. Ich muss schon sagen, die Donuts waren eigentlich echt gut. Ich bin einfach nicht so die Naschkatze. Der letzte, der war schon so eine 9,5 von 10, der Mandarin Cheesecake. Aber jetzt sind wir ja bei Sushi. Gucken wir uns mal das Sushi an. Es sieht wirklich nicht verkehrt aus, aber es hat auch 50 Euro gekostet. Jetzt muss es extrem gut schmecken, finde ich, damit das gerechtfertigt ist. Das Lieferkonzept ist super. Ne? In dieser Box, das bleibt alles an Ort und Stelle. Die Sojasauce kommt in einer kleinen Flasche daher, einer Glasflasche. Auf den Fotos, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, war der Reis nicht bunt in den einzelnen Gerichten. Das wirkt so, als wäre das einfach so ein bisschen schnell gearbeitet. Und das wäre natürlich jetzt nicht so toll, wenn man 50 Euro dafür bezahlt. Wir starten mit einem Basic und zwar mit Lachs Avocado Maki. Auch eine relativ große Rolle für Maki, würde ich sagen. Und ich probiere. Top Quali. Also Fisch ist super, Avocado schön cremig, der Reis hat ein bisschen Biss, so wie es sein soll. Trüffelmayo auf Lachs Maki. Und jetzt kommen wir zu den Lachs Tatar. Es ist schon geil. Und das hier macht bestimmt auch ordentlich satt. Das hat ja auch 16 Euro gekostet, ne? Zwei Stück davon. Deshalb sollte es auch satt machen, aber ich probiere mal. Boah. Geil mariniert, leichte Schärfe. Der Thunfisch ist wirklich so super, super weich. Aber nichtsdestotrotz, mir persönlich fehlt so der krasse Flash. Weil das kenne ich halt von zum Beispiel Go bei Steffen Hensler. Das hat aber allerdings wirklich halt 5 Sterne aus über 800 Bewertungen. Probieren wir nochmal die Special Roll. Schmeckt fresh. 100% super Zutaten. Also sehr gutes Sushi, top Zutaten, aber der Preis schafft noch höhere Erwartungen. Geht gerne nochmal zurück, schaut euch das Video an, wo ich zum Beispiel bei Steffen Hensler oder Gaumengut bestellt habe. Das ist einfach nur noch eine Ecke krasser irgendwie so von den Kreationen her. Ich hoffe, das bringt ein bisschen Klarheit rein, weil ich finde das beim besten Willen nicht schlecht. Beinahe hätte ich unser Dessert vergessen. Granatapfel, Cashews und Meersalz. Der Name ist das Rezept, aber auf jeden Fall eine geile Alternative zu irgendeinem pappsüßen Dessert. Props dafür. Ein bisschen Platz habe ich noch im Bauch. Brümmi ist auch hungrig. Ich würde sagen, wir verdrücken das hier und dann kümmern wir uns um den Burrito. Und Bestellung Nummer 3 ist angekommen. Boah! Alter Schwede, ist das ein Apparillo. Nehmt ihr mal bitte in die Hand.
Oh ja. Du bist gerade so fast nach vorne gekippt, Alter. Mama mia, das ist ein Familienburrito. Wir reden ja auch von 14,50 Euro. Das ist ein Apparat, Alter. Ich wünschte, ich hätte eine Waage dabei. Das beste Restaurant auf Uber Eats in ganz Hamburg. Über 100 Bewertungen, 4,9 Sterne. Und das bekommt man. Das riecht richtig, was hier jetzt durchkommt. Also erstmal 15 Euro für so eine Portion ist schon wieder okay. Das ist halt eigentlich wirklich ein Zwei-Personen-Ding. Beef Caliente Burrito, gib ihm. Boah. Der ist so soft innen drin. Ich finde, man merkt das, wenn man hier so einmal zusammendrückt. Guck mal, der Anschnitt sieht auch schon super aus. Auch so diese Mango-Salsa. Das Beef ist geil gewürzt. Boah, der kommt richtig krass. Eine gewisse Schärfe, bringt er doch mit. Aber das ist wirklich ein Brett, Alter. So gut wie der in Köln? Das ist die richtige Frage. Liebe ich ihn so sehr wie Bay Area? Ich liebe ihn schon sehr. Es ist für mich, glaube ich, auch der Tagessieger. Ich würde bei 4,9 auf jeden Fall mitgehen. Vielleicht sogar 5 von 5. Also Q-Rito ist auf jeden Fall ein Win, würde ich sagen. Also Leute, Mama Mia. Hamburg hat sehr leckere Dinge zu liefern. Komplett aus den Socken gehauen wurde ich nicht. Aber es ist ja auch immer ein Zusammenspiel. Bestimmt ist unter den anderen Restaurants eben nicht mit der besten Bewertung eins, wo ich mir sagen würde, boah, krank, das will ich unbedingt auch in Köln haben. Aber dann wird bei der Lieferung zu oft reingekackt oder irgendwelche anderen Faktoren haben dafür gesorgt, dass es halt eben nicht das bestbewertete Restaurant ist. Zum Beispiel Dulfs Burger ist halt auch übelst geil gewesen und hatte nur 8 von 10. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.